Hallo, hallo? Hallo! Hallo! Hallo, 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 sind wir da? Hallo? Sind wir da? Siehst du die Kommentare, die Inga schreibt? Ich schau das gleich. Hat hallo, hallo? Kommentiert? Hallo, hallo? Are you ready? Was steht denn da schon? Sagt was! Wir hören euch nicht! Versteht nichts, glaube ich. Da ist noch nichts funktioniert. Ich bin auch immer da. Ich verstehe nichts. Ich verstehe auch nichts. Oder ist das der Leck? Ich verstehe gar nicht. Ich bin auch immer da. Ja, Leck. Letztes Mal war es nicht sein Problem. Der Leck. Aber läuft da jetzt die Aufnahme? Oder? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Aber ich sehe das Video. Ja, immer da oder was? Ja, also ich sehe uns. Ja? Ja, ich sehe dich auf der Hocken. Was steht da? Was steht da alles? Da steht gleich, sind wir da, ich muss nur aufs Häusl und dann passt. Alles sind wir da? Ja, sind wir da? Das passt. Great to play, ich weiß nicht, wer es ist. Ah, das ist der Robert. Und davor steht davor. Und der Itchy hat geschrieben. Es geht gleich los, leider sind wir auch dabei. Das war ja klar. Daniel schreibt, das sieht uns, mein Gott. Ja. Hallo Daniel, hallo Chapik. Hallo. Du musst das in den Chat schreiben. Oh, ja, das. Müssen wir alle einzeln begrüßen? Oh, ich sehe mich auch. Okay, gut. Hört man was? Das ist eigentlich diese Business-Besprechung. Hört's mich? Genau das gleiche nur für Kunst. Das ist Kunst. Ein starkes Wort. Keine Arbeit. Schreibt kurz, ob man was hört. Das wäre toll. Kunst. Du bist Kunst. Von Neid im du bist nicht Kunst. Hört man was? Hört man was? Kostet bitte. So viel, ich brauche kurz einen Kommentar, ob man alles Nein, hört. Kannst du mir nicht 5 Schilling leihen? Ach so. Ich hätte gerne die 5 Schilling leihen. Magst du nicht so lange da? Du musst doch verstehen, was die Leute sagen. Ja, nein, ich bin bloß, wenn es um Geld geht, dann bin ich sehr defensiv. Wirklich? Ja, dann lenke ich dann schnell ab. Anderes Thema. Ja, auf der Achsenmauer. Hört man was? Warum? Das ist halt so ein Reflex. Irgendjemand schreibt nach. Früh antrainiert, das wird nicht mehr los. Danke, Robert. Auf der Achsenmauer, ja, auf uns. Was ist das? Der neue Intro. Servus. Was ist das? Intro haben wir? Wie geht das? Ich bin bereit, glaube ich. Aber die Geschwindigkeit schaffe ich sicher nicht. Und ich will einfach langsamer. Dann machst du mit deinem Moves weg. Dann ist einfach cool dazu. Aber die Sarah ist vor mir, die sieht mich auch mit dem Moves. Ja, aber die Sarah ist. Okay. Thank you.
halt so durstig, das Spiel. Durstig ist es ein gutes Stichwort. Das nächste Lied ist ein Trinklied, oder? So, was steht da in den Kommentaren? Was steht da? Das nächste Lied ist wirklich ein Trinklied. Das ist purer Zufall. Nehmen wir nächstes, nehmen wir nach. Was? Skull! Reicht es, dass ein bisschen ein, sagt der Rum. Sind wir schon angesoffen. Hört man alles, alles super. Hammer Dufte. Super. Hammer Dufte. So sagen wir. Ja, so sagt man wir. Im schönen Hernals. Genau. Oh, ich sehe euch. Ich sehe mich. Okay, das nächste. Ich muss das Instrument wechseln. Da Max, erzähl doch mal was über. Über Herrn Nals, ich kann was über Herrn Nals erzählen. Erzähl doch mal was über Herrn Nals. Herr Nals ist in den frühen 80ern gegründet worden. Das stimmt. Die Vorläufer in den späten 70ern schon, aber das kann man nicht eindeutig Herrn Nals zuordnen. Herrn Nals die Band? Herrn Nals die und der Bezirk auch. Oder Herr Nals die Bande. Zu dem Zeitpunkt noch kein Bezirk, noch nicht eingemeindet. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also lang nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach den 80er Jahren erst. Max, wir reden über unsere Heimat. Du müsstest das eigentlich wissen. Das ist lauter Lügen, Max. Herr Nals ist der schönste Ort, was gibt auf der Welt. Herr Nals ist der schönste Ort, was gibt seit den frühen 80ern. Ich habe jetzt gerade die Mandoline in die Fresse gehabt. Sehr gut. Rock'n'Roll. Weil der Ton einfach der Kurs so schätzt. Ja. Der Debut-Moment, der braucht sich. Hallo, wie da? Wir haben auch erst in den späten 80ern. Was ist das für ein Video, wo die eine Tänzerin die Gitarre auf die Fresse kriegt? Wer macht das? Nirvana. Nein, der Bassist. Das ist der Bassist. Doch, was ist das? Gibt es diesen bekannten Auftritt, wo Nirvana spielt und der Horte wirft den Bass hoch, so aller der Hu, und er fängt den nicht und kriegt ihn voll in die Tasche. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das ist ein Musikvideo. Da tanzt er die Straße entlang und der eine Gitarrist haut einen Tänzerin voll aufs Maul. Das ist ein Gitarrist. Wer weiß das? Absichtlich oder? Schreibt das in den Kommentaren. Nein, der so Ewig hat das gezeigt. Nein, es war nur Zufall und sie haben also so einen One-Shot, darum haben sie es drin lassen. Ich weiß nicht, was es war. Das ist eigentlich ziemlich genau so ein Herz hier. Sicher gleich jemand, der spült. Ich schau gleich nach, ob das wer schreibt. Ja, die Leute zum ersten Mal zuschauen, müssen sich ein bisschen dran gewöhnen jetzt erst. Aber dafür reden wir ja auch erst mal, weil wir sich akklimatisieren. Niemand will die Nietzsche reden können. Das ist besser, weil wir müssen das auf andere Leute das Klo müssen. Und wenn wir reden können und die Leute das Klo verpassen, nichts von der Show. Das ist stimmt. Alles cool, ja. Die erste offizielle Pinkelpause. Ist. Super Sound, leider ja. Das Lied, super. Ja, schaut's. Okay. Okay, jetzt spielen wir... Hast du mal oder sagst du das nur selbst? Jetzt spielen wir etwas Neues, das heißt Get Drunk. Ja, so, halt so. Ah ja. Also Get Drunk ist mal noch nie neu, aber... Aus den 90er.
erzähl halt noch was von Herrn Nals. Schau mal auf die Uhr. Schau mal, sind wir schon fertig? Was ist? Herr Nals, Herr Nals ist, wie der Itchi schon gesagt hat, Herr Nals ist der schönste Bezirk in Wien. Das, oder hast du gesagt, schönster Platz der Welt? Schönster Platz, was gibt auf der Welt? Schönster Platz, was gibt auf der Welt? Ist, ja. Eigentlich schönster Ort, was gibt auf der Welt. Mir fällt jetzt auch kein anderer schöner Ort ein. Also, kann Simmering vielleicht. Also, Simmering, ja, Simmering ist auch schon flacher. Simmeringer Heide und so, das ist schön. Simmering ist der schönste flache Ort der Welt. Na, der Toni Bors hat es mal gesagt. Simmering ist der schönste Platz, was gibt auf der Welt. Aber ich habe das quasi für Herrn Nals eingedeutscht. Hat der mal für den Sportclub gespielt? Nein, bestimmt. Aber die Viktoria ist auch in der Regionalliga auch. Und das ist ein sehr gern gesehener Gegner. Ne? Aber jeder hat mal für den Sportclub gespielt. Ne? Das war die ganzen großen Namen. Alles aus der Sportclub-Jugend. Eigentlich nicht. Alle aus Herrn Nals. Eigentlich steige ich noch gar nicht. Kaum wer. Der schönste und der fußballstärkste Ort der Welt. Na, auch das ist. Auch nicht, ne? Aber wir haben nur 8 Zuschauer. Wir sind echt schöne Musik gibt es auch keine. War letztes Mal mehr. Ja, was ist mit euch? Wir haben da keine Werbung gemacht. Na, das ist das, ne? Was ist mit euch hier? Der Toni hat uns versprochen, dass wir leiden. Das ist, weil wir heute nur neue Lieder spielen. Das stimmt gar nicht. Neue Lieder aus den 80ern. Ja, das sind die ganzen alten Kracher, sind nicht dabei. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben einen alten Kracher aus 2004. Ja, aber nur jetzt spontan, weil damit. Total kommen. Spontan, ja. Das war. Das heißt, reiner Opportunismus. Erstens auf Deutsch, Österreich ohne Rebellen und ohne Arbeit. Mit ohne Rebellen. Mit ohne Arbeit. Österreich mit ohne Arbeit und nicht Rebellen. Anders. Das ist ein zu kompliziertes Lied, spielen wir was anderes. Das wie er Korn hat, oder? Ja, und intellektuell kann ich auch nicht mehr, der Titel ist schon zu lang. Okay. Fang an mit einem G. Alle G-Fans, das ist euer Lied. Mach nur. Chappig, wir vermissen dich. Yeah.
hat er nicht klatschen. Es ist ein ziemlich totes Publikum. Meine Oma zu darüber sollte man keine Witze machen. Sie machen noch sechs, ne? Sie machen noch sechs? Wir haben sechs hier. Also, Livestream of the Dead. Du meinst, das Publikum hat jetzt gerade. Vergnügt sich jetzt gerade anderweitig vor dem Bildschirm. Genau, treffen sie alle und dann treiben sie es. YouTube und Chill. Oh, das nächste ist von 2015. Was hat das mit Harald zu tun? Von wo? Das nächste Lied? Ah, ja. Das ist von der Starship Auto. Ein sozialkritisches Lied. Affe. Ja. Affe. Nicht verraten, wie es geht. Nein, das ist die Sozialkritik. Mehr muss man gar nicht sagen. Jeder kann das alle, die jetzt zu Hause tanzen, müssen es so machen. Ich hole noch ein Bier. Ja, genau. Also die noch nicht sowieso schon. Da ist ja noch ein Bier, Toni. Was? Da ist ja noch ein Bier. Da ist ja noch eins. Ich hole eins. Eigentlich steht da ein Bier. Eigentlich wollte ich es so tun, als würde ein Bier holen. Die ganze Magic versaut. Ja, also verdammt. Die Illusion. Ja, die Illusion. Ja. Ah. Magic. Das liegt daran, wenn wir live auf einer Bühne stehen, muss man vorher backstage muss man so in Character kommen und sich so selber die Illusion im Kopf aufbauen. Da geht das live. Also wenn uns nichts einfällt, kann ich. Wenn wir von Kohle auf der Party
Kann irgendwer sagen, wie, ob die Sarah okay ist oder ob die raus. Ob ich besser raus soll? Schau, jetzt wäre dramaturgisch der richtige Zeitpunkt, um das neue Bier herzubringen, weil die NSA hat das Bier weggenommen. Ja, der Thomas hat einen Bierhalter in seinem Keyboard. Auch eine Form der Sozialkritik. Es ist total cool, dass man das sieht. Ja, nehmen wir auch Pimmel. Machen wir auch gleich eine Vorstellungsrunde vielleicht. Sagt jeder seinen Namen und was er gerne macht in der Freizeit? Der Klassiker ist, man sagt den Namen, man sagt seine Lieblingsfarbe und man sagt, wo er arbeitet. Ja, wo man arbeitet. Oder man kann sagen, Hobby, Farbe, Name, sowas. Wieso ist Farbe wichtig? Oder nein, was extrem super ist, dass man zum Beispiel sagt, eine Leiste, man hat 1 bis 10, 1 ist ganz scheiße und 10 ist total super und du kriegst einen Zettel und dann zeigst du halt die Nummer, die du hast. Ah, ja. Also wie man sich selber einschätzt? Oder? Ja, nein, wie halt gerade der Tag ist. Also immer Kommazahlen oder was ich einmal gemacht habe, ist eine Gleichung, das war total cool. Ah, auch. Und was gesagt, 2 plus x ist 4 und dann sage ich, 2. Das war das ich auch. Aber bist du halt gut weggekommen dann? Ja, yeah, du kannst auch sagen, ich bin ein Arschlauch. Das sind keine Zahlen. Vielleicht gehen es als natürliche Zahlen. Danke, Thomas. Ja. Minus i. Habt ihr euch jetzt schon vorgestellt, oder? Na, mein Name ist Max, ich habe meine Hobbys sind Lesen und Malen. Ja, und das bewerte ich mit einer 8. Lieblingsfarbe. Und Lieblingsfarbe ist Max, grün und gelb. Und Bunker. Boah, das danke, ich hab schon. Aber das Bier wäre auch grün und gelb, das habe ich. Aber danke, dass du das Bier in meine Lieblingsfarben gebracht hast. Und ich arbeite bei Living Large als Reinigungskraft. Wer nicht. Das ist auch viele Menschen nicht. Ich habe eine Frage. Ja, ja. Irgendwer noch dieses Praktikumsbewerbungsschreiben? Ja, ich hab's auch. Das hätte ich auch gerne dieses Mal schicken, das würde ich gerne mal. Ich würde es verwenden gerne. Wir haben einen Fragebogen gemacht, den habe ich noch. Fragebogen haben wir und noch nicht, haben wir aber nie ausgewertet. Ja, ich habe die ganzen ausgefüllt. Wir können eine Online-Umfrage machen. Nachher geht bitte auf Facebook, da ist dann eine Umfrage zum heutigen Abend. Ja? Weil als Antwort nur natürliche Zahlen. Sonst lässt sich das schwer auswerten. Ja, man muss mit dem Preis erreichen. Ist es endlich eine natürliche Zahl? Ich glaube nicht. Glaube ich nicht, Mann. Die Naturwissenschaftler sollen in die Kommentare mal hineinschreiben, ob unendlich eine natürliche Zahl ist. Ja, bla bla. Ja, ich möchte das schon gerne wissen. Wir sollen ja auch was haben von diesem Abend jetzt, ja? Es ist ja nicht bloß für die Leute. Eier, die müssen das nächste Lied handelt auch von den Naturwissenschaften. Von einer Webshop. Na, Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Webshop. Das ist eine Mischung aus EDV und Renaissance Kunst. Sollten wir aber noch vielleicht. Als nächsten Livestream eine Dürer-Piepshow.
Können wir jetzt nicht so strikt? Ja, aber es sind schon weniger Leute vor. Ich hoffe schon. Nein, der Zauber des Verbundenen ist, dass man so ein bisschen drunter bleibt. Also sehr lange Haare. Ja, ich hab okay. Musik machen, aber. Von 2014 ist das, aber wir sind alte Säcke. Nein. Fast 10 Jahre. Ja, ich mein, euch an. Selber alter Sack. My name is Jura. I have a web job. And my condition. Call me Beata. Sehr aktuelles Thema ja auch. Für die Zuschauer in Deutschland, ja, es ist ein sehr aktuelles Thema. Sehr. Da bleibt kein Haushalt. In Deutschland sitzen alle da und sind ureingraucht, weil sie es jetzt dürfen. Weißt du? Alle zusammen hocken. Scheiß Junkies. Voraus eiern Gehorsam. Alle Junkies. Weil ihr dürft es alles rauchen. Alles. Alles. Von der Pfeffermilch. Scheiße. Und alles. Und das ist ein Zustände sind. Das sind ja, ich bin froh, dass die Kameras nicht in die andere Richtung zeigen. Schaust du unseren Stream auf dein Handy an? Albrecht Schürer, nicht Anika Eckbert. Der Robert ist gut. Wer ist der Anita Eckbert? Was, der Anita Eckbert? Ja, Anita Eckbert ist wichtig. Ja, erzähl über Anita Eckbert. Wer ist der Anita Eckbert? Die sind in den frühen 80ern gegründet worden. Nein, der Anita Eckbert hat doch irgendwas gehabt. War das nicht mit Keith Richards? Ist das eine Hure? Ist das eine Hure? Nein, ein Model war das. Was? Das muss ich nicht ausschließen. Du weißt, Frauen.
Nicht so ungut, Sarah. Jetzt kommt dann wieder die Zensur. Das ist ja Facebook, das wird gleich geblockt. Dafür haben wir vorher von Marihuana geredet, das ist für Österreich schon genug. Das wird schon angeschaltet. Marihuana ist für Österreich genug. Achso, ihr dürft jetzt was 25 Gramm. Ja, ohne Probleme haben, oder? Ja, wir nicht, wir sind ja hier. Wir kriegen schon Probleme. Wir wohnen in Österreich auf dem Land. Wir dürfen nicht mal Tabak besitzen. Das heißt, rennt man dann mit einer Waage rum eigentlich? Wir dürfen nicht mal die ausländische Staatsbürgerschaft besitzen. Oder haben die Kieberer dann immer eine Waage dabei? Nein, du brauchst eine notarielle Beglaubigung, dass 25 Gramm sind. Thomas ist doch ein Junkie, der weiß das besser. Nein, das extrem. Nein, aber das ist ja so mit Wien und so, das ist ja was sehr Ungenaues. Das ist keine Wissenschaft. Ja, das Wiegen. Wien auch, ja. Das ist schon genau. Nein, aber wenn du jetzt eine Waage hast, heißt der 25 Gramm ist nicht gleich aus. Die haben so eine Hochpräzisionswaage. Ja, urgeil. Das ist sehr, sehr interpretationsoffen alles. Also ich werde Polizist, wenn ich diese so eine Waage bekomme, dann sage ich sofort. Ja. Oder wie ich auch die ganze Zeit. Ich habe gehört, dass dieses Urkilo oder Urgramm, das ist nicht bestimmt mittlerweile. I'm your commander on this mission. Let's attack the enemy. I'm your tactician. No surrender on this trip. 'Cause you make me we'll be right back.
Dankeschön! Eigentlich war schon so gut. Unerwarteterweise schon der Höhepunkt des Konzerts. Ja, oft kommt diese Höhepunkte nicht früher, als man sie will, als man die braucht. Also das ist richtig, also das ist richtig. Die meisten Leute da draußen werden wissen, wovon wir reden. Also Living Large ist. Nein, es geht nicht immer nur um. Living Large macht den Soundtrack vom neuen Conan-Film, muss ich sagen. Es kommt der Sache. Schreibt irgendetwas Tolles? Der Galan. Was schreibt der Galan? Oh my god, we're big in the US. Oh, der Chapa ist Goblin-König, das ist auch schon. Es ist schon aus, sagt der Chapa. Wie schaut's aus? Es ist schon aus. Ah, ich muss schon ein bisschen zum Moment wechseln, das heißt, du musst was über Hanals erzählen. Pinkelpause! Hanals und Hip-Hop ist ja sehr miteinander verbunden. Hanals und Hip-Hop fangen beispielsweise mit demselben Buchstaben an. Hip-Hop sogar zweimal. Welcher Buchstabe ist das? G, oder? Aber hast du schon mal von Hip-Hop Hip-Hop? Der Hip-Hop ist nämlich Hanalser Hip-Hop. Hanalser Hip-Hop. Also was gibt es jetzt andere Musikstile mit H? Andere Musikstile mit H? Ja. Houston Rock. Na Hoffig. Hoffig. Was ist Hoffig? Hock'n'Roll. Hock'n'Roll. Punk. Punk. Hock. Punk, das ist diese Schweizer Ding, oder? Folk. Hole, also Motown Hole und Hoom Metal. Hab ich gerade Hole gehört? Was für Beziehungen? Naja, bitte. Mit Witze mit H. Gibt nur schlechte Witze mit dem H. Was für Bezirke gibt es da mit H? Noch andere Bezirke, Hietzing. Du bist Deutscher, du weißt, was schlechte Witze sind. Oh, vielleicht der Beste, der Schönste. Der Beste ist vielleicht Hietzing. Und es gibt auch noch. Baust auf. Es gibt noch. Rudolfs Heim. Thomas Eisenhager. Das sind nur zweimal H, deswegen zählt fast einmal nach Stadt. Kenobi. Oder der Imperator. Der Imperator. Hinnere Stadt. Die Hinnische Stadt. Ja, ja. Ist das nicht auch ein Conan-Roman? Die Hinnische Stadt, ja. Haben wir jetzt lang genug abgelenkt, damit niemand bemerkt, wo Thomas ist. So Lovecraft, die Hinnische Stadt. Wo ist denn der Thomas? Hin. Hinsmann. Wo ist er denn? Wo ist denn der kleine Thomas? Ja, wo ist er denn? Was spielen wir eigentlich für ein Lied? Okay, jetzt kommt eine Art Powerballade. Ja, ich kann auch auf die Setlist schauen, ich frage nur. Darf ich jetzt da reinsingen? Heißt das Powerballade? Powerballade, ja. Oh, thank you.
Gebrüder Güt gehört. Das ist auch ein Acker. Ja, 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 nein, das muss man haben. Ich sagen, Acker, ganz ehrlich, ich muss das mal ausschauen. Nach Niederösterreich also, einreisen. Die beste Band der Welt ist Gebrüder Güt. Ich muss ja Asker mit Mord fahren. Du musst anders sehen. Ich will schon mit Mord fahren. Wir wollen ja nicht in der Steiermark. Das ist ja wurscht. Nein, alles so. Hast du nichts verstanden? Nur da, was Berge gibt, wir sind an der Donau. Das ist. I'm gonna make it.
Spielen das mit H anfängt auch? Mit H? Mit H? Wir haben Hals und Hip-Hop. Wir haben Hals und Hip-Hop. Das ist total arg. Ja, wir haben auch Hals. Aber das nächste Lied fängt an mit A. Mit A, das ist fast, fast, fast H. Und kommt in H nach. Ja, ich hätte fast alle Lieder da. Hip-Hop. Aber nicht in Hip-Hop. Wenn man es richtig ausspricht. Oh, das nächste ist schnell. Chaos. Mir gefällt. Gibt eigentlich Untertitel, das was wir haben? Und langsam brauchen sie es. Ja, aber vielleicht gibt es das ja. Kann man es ja automatisch machen. Leute in Amerika zu. Also wer bei Warhammer 40k so Chaos-Zeug spielt, das ist euer Lied. Ich
Ich hab's einmal gesagt. Ja, es muss, wir haben ihn geoutet. Er muss sagen. Das ist voll okay, oder? Also, ich kann nichts Okayes geben. Da kann ich mich beruhigen. Also ich finde Max chill, der mag auch das Chaos so gern. Ja. Are you? Oh, der Tappig hat sich extra schick gemacht. Zeig mal. Oh, ehrlich. Das ist ja richtig in Schale geworden. Das ist aber schade. Chapeau, Herr Tappig. Chapeau, Chapeau. So richtig so, naja. Mir wird ganz anders. Aber gut anders. Das ist schon schlecht. Nicht schlecht anders. Sehr toll. Oh, draußen schießen die Aliens. Herr Gebrinder, danke. Okay,
Das nächste Lied. Das nächste Lied. Dauert nur lang gefallen. Das dauert lange. Aber schön. Aber es ist alt. Aber es ist alt. Das ist so schein. Ja. Punks in a Pub. Das ist so schein. Da ist das noch wer? Also, da war ich. Das ist zum Schunkeln. Ich glaube, da war ich noch in der Pubertät. Da warst du noch in der Pub. Und in Pub. Ich war früher auf dem Pub, aber ich muss sagen, was mich am Pub jetzt momentan stört, sind, dass da Menschen sind. Ja, und keine Pubs. Aber die Menschen, die nicht im Pub sind, sind sich jetzt alle unter Haar krillen. Es ist ja Après-Ski-Klassiker. Ja, fui, aber fui. We are living. We are living. We are living.
Ne? So eins zu lang, oder? Was ist eins zu lang? Ja, ich habe noch diese Länge gemacht. Es war eins zu lang. Weil es so schön ist. Ja, ich war verwirrt. Das seht ihr jetzt, wenn ihr nicht applaudiert, müssen wir uns die Party selber machen. Was muss ich umziehen? Ich Umziehpause! Der Thomas muss sich umziehen. Ja, weil es kommt. Oh, kommt da schon, was? Runter mit der Hose. Zählt das auch als Umziehen? Das ist das vorletzte Lied. Wir müssen ein bisschen hier Grundsatzdefinitionen diskutieren. Naja, wenn die Hose eine andere Hose nachher. Mal drauf, schauen, was da. Machen wir Ansagen und Umziehpausen. Bloß wenn wir hier Scheiß reden und uns ausziehen. Also, wenn man sich auszieht, ist ausziehen, aber wenn man sich dann was anzieht, ist umziehen. Ah ja, okay, man muss sich hinterher schon rein und raus. Ja. Ja, verstehe. Oh, Johnny was a Trooper ist sauer schwer, Robert. Wie geht das überhaupt? Irgendwas nicht gehen. Da, super. Das ist ja kein Wunschkonzert. Das ist ja kaum ein Konzert. Ist von Linux gestreamt. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Mann. Ist das ein Lied, oder was? Nein. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, das kommt auf den nächsten New Austrian Pop. Mm. Yeah. Das Leben ist kein Wunsch, kommt sehr sehr billiges Equipment da, also das ist nichts mit HD-Streaming. So. Was passiert jetzt? Jetzt kommt ein Lied, das nicht mit Harten fängt. Leider. Irgendwo habe ich so ein Stinggerät gekauft, das hätte da noch ein Headset. Red's mal, was, dann stimme ich da drin. Da setze ich mich mal hin. Könnt ihr kurz darauf horchen, der Toni spielt Töne und ihr schreibt in den Chat, ob es richtig klingt oder nicht. Oh, das ist hart. Das ist aber echt. Ich glaube, der Film geht noch ziemlich. Na, schau. Aber Tonis Seite ist noch gar nicht gerissen. Audio kommen. Tonis Seite ist noch nicht gerissen. Aber dafür ist das Stimmgerät verloren gegangen. Ich habe versucht, es zu verschreien. Du hast versucht, sie zu reißen. Du kommst nicht hin. Ah ja, es gibt noch eins. Das ist auch so ein Show-Element. Das ist schon wieder schief gegangen hier. Die ganze Show geht schief. Das geplante Seitenreißen. Thomas zieht sich ständig um statt aus. Aber ich sehe, hat die Hose an. Ich sehe es auch nicht. Vielleicht ist das der Trick. Patron of Chaos, Max Zirka.
the Bavaria. Ukulele und Flöte, Molly Mahone. Zugabe spielen. Eins geht noch, eins geht noch. Okay, sollen wir noch was spielen? Sollen wir noch was spielen? Spüren wir nicht, spüren wir nichts. Stimmt, ja. Atapik, das ist alles verraten. Okay, letztes Lied, Girl in Green. Thank you.